Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Heute mit einer Frage, die bei mir immer, naja, ziemlich viel Emotionen auslöst. Ich fange an zu heulen. Nee, Quatsch. Ich muss dann manchmal mein Plektrum holen hier, nur um die Hand zu halten. Wahrscheinlich spiele ich eh nichts in dem Video. Es wird wahrscheinlich nur Gelaber wieder, aber egal. Die Frage, verliere ich Feeling, wenn ich meine Technik verbessere? Oder leidet bei einer guten Gitarrentechnik, bei einer guten Spieltechnik das Gefühl auf der Gitarre? Wenn ich diese Frage höre, also diese Frage wird öfter mal gestellt und es gibt Leute, die sind einfach noch Anfänger und die sind unwissend und die meinen wirklich die Frage ernst. Also die wollen das wirklich wissen, weil sie das irgendwo gehört haben. Ja, zu viel Technik zerstört dein Feeling und dein Gefühl beim Spiel und deinen Ton. Ja. So. Jetzt möchte ich mal wo ganz anders anfangen mit dem Erklären. Was ist denn eigentlich eine gute Spieltechnik? Wozu dient überhaupt Spieltechnik? So. Spieltechnik, also die Fähigkeit, die Gitarre zu beherrschen, und du merkst, jetzt kommt schon, das kommt schon so hinten rum jetzt, ne? Technik dient dazu, das, was du spielen willst, optimal auf das Griffbrett und im Endeffekt dann auf die Lautsprecher zu übertragen oder auf die Gitarre mit dem Schallloch und so weiter, Akustikgitarre. Also, Technik ist die Fähigkeit, das zu spielen, was du willst. Eigentlich haben wir jetzt diese Frage schon beantwortet, denn es ist umgekehrt. Je besser deine Technik ist, je besser deine Spieltechnik ist, desto besser kannst du das, was du fühlst, aufs Griffbrett übertragen und desto besser spielst du und desto besser klingst du. Jetzt ist es aber nicht ganz so einfach, denn es kommt auch schon mal vor, dass Leute, die, ich mache jetzt mal einen anderen Sound, um das zu demonstrieren, aus meinem Helix Soundpack, der Soldano Sound. Also es gibt Leute, die ganz viel solche Sachen üben. Und die nur solche Sachen üben. So, jetzt üben die aber, man nennt das allgemeinhin schon, das ist Techniküben. Ja? Das ist aber im Prinzip ist das eine kleine Unterart von Technik, nämlich das Schnellspielen, in dem Fall mit Legato-Läufen. Ja? Das verstehen viele Leute aber unter Gitarrentechnik. Ja? Dieses Schnellspielen. Und zwar nur dieses Schnellspielen. Sei es jetzt Alternate Picking, ja? So klar, wenn ich den ganzen Tag nur so einen Kram übe und dann ein Solo spiele, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Solo sich auch nur so anhört. Und das hat mit Musik nicht viel zu tun, das ist Sport. Ja? Sehe ich auch so, obwohl ich sehr gerne schnell spiele, aber an den richtigen Stellen und da, wo ich denke, jetzt müsste so ein schneller Lauf kommen. Ja, das kann das Spiel sehr bereichern. Wenn aber die ganze Zeit nur so ein, ich sag jetzt mal, Gewichse vorherrscht, hat das mit Musik nichts zu tun, dann ist es Sport. So. Was hier das Problem ist, ist aber nicht die Technik, dass ich in der Lage bin, sowas Schnelles zu spielen. Das Problem ist, dass ich in dem Moment, wo ich nur sowas spiele, keinen Geschmack habe. Keine Musikalität. Es hat nichts mit der Technik zu tun. Du bist, wenn du nur die ganze Zeit rumwickst auf der Gitarre, einfach geschmacklos und kein richtig guter Musiker. Du kannst eine perfekte Spieltechnik haben, aber du bist einfach kein guter Musiker, wenn du nicht geschmackvoll deine Technik im Dienste der Musik einsetzt. So, sorry, ich reg mich gerade ein bisschen auf. Ich muss mich beruhigen, werd ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ist alles nicht so schlimm, alles gut, nachher gibt es ein Bier. Gut. Ja, also das ist das Problem, Geschmacklosigkeit. Und jetzt gibt es halt auch ganz viele Leute, die sagen, ja, wenn du Technik übst, dann ruinierst du dein Feeling, die selber zu faul sind zum Üben. Ich weiß, jetzt melden sich wieder 1000 Leute ab und ich habe bestimmt wieder, wie mein einer Schüler sagt, jetzt ins Weihwasser gepinkelt. Aber diese Leute gibt's. Die sind zu faul zum Üben. Die würden eigentlich insgeheim gerne mal so einen schnellen Lauf à la John Petrucci oder irgendwie Malmsteen spielen können.
haben aber nicht die Geduld, jeden Tag stundenlang auf der Gitarre zu sitzen und sich auszudenken, wie man am besten effektiv die Finger bewegt und so weiter. Sodass sie dann neidisch sind und dann zu allen Leuten sagen, die eine Technik haben, ja, das hat kein Feeling. Hör dir mal Gitarristen an, wie Yngwie Malmsteen, wenn die einen richtig guten Tag haben, wie geil die spielen. Ja, da ist natürlich auch viel Schnellspielen drin, weil sie können es halt. Ja. Aber gerade der Yngwie hat ein paar Solos, wo er ganz geschmackvoll dieses Schnellspielen einsetzt. Da kommen geile Melodien und dann kommen und das passt super. Oder besseres Beispiel, jemand, der unglaublich schnell spielen konnte leider, ist Gary Moore und der hat das ultra geschmackvoll eingesetzt. Ja, total krass geschmackvoll. Petrucci, okay, der schießt manchmal leicht übers Ziel hinaus, aber das muss auch manchmal sein. Mir hat der Petrucci eh früher besser gefallen, so zu Zeiten von Images and Words. Egal, trotzdem unglaublich geiler Gitarrist. Und jetzt noch ein zusätzlicher Gedankenanstoß, weil viele Leute ja sagen, hier das hier ist Technik. Technik ist zum Beispiel auch das hier. So, das war jetzt total sauber gespielt. Ich habe ein rhythmisches Vibrato gemacht, statt einfach nur rumzuzittern. Ja, ich habe hier so ein Achtel-Vibrato gemacht. Ich habe saubere Slides angewandt. Habe die Gitarren, also die Nebengeräusche abgedämpft. Du hast kein einziges Nebengeräusch gehört, ja, obwohl der Sound hoch verzerrt ist. Das ist auch Technik. Und das ist Technik komplett im Dienste des guten Tons. Und es ist nicht, also das eine ist nicht mehr Technik als das andere. Das ist alles die Fähigkeit, das, was ich gerade spielen will, auf das Griffbrett zu übertragen. Und ich wollte gerade eine langsame, schön gephraste Melodie spielen. So, wenn ich jetzt Technik benutze, um einen schnellen Sweep zu spielen, ist das wieder was anderes. Beziehungsweise eigentlich nichts anderes, denn ich wollte jetzt gerade ein G-Dur-Sweep-Arpeggio spielen. Ist für mich genau das gleiche wie... So, und wenn jetzt jemand so ein Solo spielt... Dann hat er ein schlechtes Vibrato... Kann schlecht die Saiten abdämpfen, hat also eine Scheißtechnik. Das ist genauso, wie wenn jemand versucht, ein G-Dur-Arpeggio zu spielen und es nicht hinkriegt. Ja. So, das heißt, wir halten fest. Nein, es ist nicht schlecht für deinen Ton und nicht schlecht für dein Spiel, wenn du eine bessere Technik entwickelst, wenn du auch mal Fingerübungen, Technikübungen machst, um einfach deine Finger auf dem Griffbrett viel besser zu beherrschen. Aber auch bedenken, zu Technik gehört auch richtig geiles Abdämpfen, zu Technik gehört auch Kontrolle über deinen Ton mit einem rhythmischen und kontrollierten Vibrato, mit Saitenziehen, wo du die Töne auch triffst, statt daneben zu lang, nicht wie zum Beispiel Kirk Hammett. So, da war wieder ein Saitenhieb. Ja, also das ist Technik. Das, was du in deinem Kopf hast, was deine Musikalität in dem Moment möchte, auf das Griffbrett zu übertragen. Und wenn jemand einfach auf der Gitarre nur rumwächst, hat das nichts mit Technik zu tun, sondern der hat einfach nur keinen Geschmack und weiß nicht, an welcher Stelle man was einsetzen muss, um musikalisch dienlich zu spielen. So, ist okay, ich höre schon auf. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Der andere Knopf funktioniert auch. Wenn du über neue Videos informiert werden möchtest, dann abonnier doch meinen Channel und drück dieses Glöckchen-Symbol. Und jetzt möchte ich noch von dir hören, was denkst du über Gitarrentechnik? Bist du da meiner Meinung oder hast du da schon andere Erfahrungen gemacht? Oder hast du eine Frage zu irgendwas anderem, einen Vorschlag für ein weiteres Video? Dann schreib mir doch einfach hier unten in die Comments rein und ich freue mich. Bis dann, mach's gut, ciao.